Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 3. Wir haben den Tartarus jetzt also die Ebene beendet. Dann können wir jetzt uns einfach auf das Real Life fokussieren. Oh ne, Training! Oh nö! Ich bin Highschool-Turnhalle, trainiere jetzt fleißig für den Wettkampf am 2. August. Bis dahin werden wir jetzt immer hier sein. Hey, gib mal Gas! So stinkst du nicht gegen Mamoru Hayase an. Was du stinkst? Bist du doof? War beim Training. Kinderspiel. Ach ja, dann bist du zäher als ich dachte. Dann lass uns heute Nacht in den Tartarus gehen, wenn du kannst. Nein! Wir haben ihn beendet! Okay, ja, toll. Jetzt dachte ich natürlich gerade, okay, geil. Jetzt können wir mit Yukari wieder was machen. Nein, können wir nicht. Nein. Okay, komm, wir machen hier. Wir bleiben hier bis Mitternacht. Entschlossen. Und Training. Bis wie lange geht das jetzt? Warte mal. Ich glaube, 31 Tage hat der Juli, ne? 3. Oh nö, dann sind wir erst am Sonntag fertig. Das heißt, wir machen hier eine ganze Woche jetzt. Aber dieses Syndrom ist wieder auf dem Vormarsch, oder? Trotz der Medien hat sich die Lage jetzt beruhigt, aber wenn wir nichts tun, wird es heikel. Wir müssen die letzten 6 Schatten besiegen. Am nächsten Vollmond ist es wieder soweit. Wenn es noch mehr Verlorene gibt, versinkt die Stadt im Chaos. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Du übertreibst, oder? Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich übertreiben würde, Junpei. Wenn du die Bezahlung reingeht, weil das soll es besser los. Boah, kann man das nicht skippen? Das nervt. Letzte Chance musste man Mamoru schlagen. Das ist unser Jahr. Susanne ist noch nicht zurück. Sie wollte um Mitternacht wieder da sein. Vielleicht sollten wir heute Nacht in den Tartarus. Wir sind fertig mit dem Tartarus. Also, vorerst. Lass mich erstmal mein Leben kümmern, Mann. Sorry to wake you. I detect a shadow. Please hurry to the fourth floor. Was? What's going on? There's a shadow in the city. Yamagishi found a chance. But the moon isn't full yet. Actually, it seems to be just a normal shadow. However, it is outside of Tartarus. It's near Naganaki's shrine. Akihiko went ahead since he was in the vicinity. I'm sure he can handle it alone. But let's get ready just in case. Gotcha. Yes, this is Fuka. I'm here. Sorry, but I think you guys better come right away. What's wrong? Is it a powerful one? No, the shadow's been defeated. In fact, it was already defeated when I got here. What happened? The little fella's been injured. I want to save him if we can. Akihiko's verstummt. Little fella? Who's he talking about? Beats me. At any rate, let's go. Naganaki-Schrein. Ein weißer Hund. Oh, der Hund. Ein weißer Hund liegt blutüberströmend auf dem Boden. Koro-chan! Are you okay, Koro-chan? You know this dog? Yeah, everyone around here does. We have to help him. First, we must stop the bleeding. Man, he's one tough fighter. He defeated that shadow all by himself. Wait, oh, was? This dog's a persona user? Wie blöd kann man sein, Junpei? He says, this is a place of peace, so I protected it. There are flowers over there. Neben dem Tor zum Schrein liegt ein Blumenstrauß. They must be for the priest who died in the accident. So, he really was guarding this place. I guess. Don't tell me you can translate dog language too. Canines do not have their own language.
However, speech is not the only means of communication. This fella really is a rare breed. Confirmed. He's not the only one. All right, let's report to the chairman so we can conclude this mission. As for Yvette, it may be midnight, but I believe I can arrange for one. Good job, boy. You're one amazing dog. Warte, fahr weiter so, du schaffst das. Nur noch 3 Tage bis zum Wettkampf. Ja, Gott sei Dank. In der Woche haben wir wieder Vollmond. Leider gibt es in letzter Zeit immer mehr Opfer. Geben wir alles, um das zu beenden. Dieses Kinderspitaltraining geht mir so auf die Nerven. Muss das denn jetzt sein? Jetzt gerade, wo wir den Yukari-Ding freigestellt haben. Das ja, ich bin ungeduldig. Ey, was ist jetzt wieder los? Dein Zimmer. Du spürst eine Presse. Also der Junge. Good evening. It's becoming quite lively around you. So, how are you getting along with the others? I'm glad to hear that. It is one week until the next full moon. Are you prepared? To be honest, I'm not too worried about you. However, you should still remain cautious. I'll come to see you again. Paris ist verschwunden. Das ist jetzt heißt für den Wettkampf am 2. August. Ein sauberer Treffer, dein Selbstbewusstsein schwächst. Übermorgen steht der Wettkampf an. Ist dir aufgefallen, in letzter Zeit sind sie verloren und überall. Meine Freunde fürchten sich vor ihnen. Dadurch fühlt sich nicht mehr sicher. Wir müssen was dagegen unternehmen. Ja. In 6 Tagen werden wir was unternehmen. Heute ist der letzte Tag, Gott sei Dank. Und dann kommt der Wettkampf. Hey, Highschool-Turnhalle. Du drehst vielleicht für den Wettkampf im 2. August. Konzentrier dich, morgen ist der Wettkampf. Du schlägst dich toll, Makoto-kun. Du hast an deinem Team geschlagen. Ich drück dir die Daumen. Viel Glück. Where have you been? Beim Training, wie ich hörte, trittst du morgen beim Turnier an. Ich hoffe nicht, gewinnst du. Nimm dich von Marmoro in Acht. Er ist ein starker Gegner. Hey, von dem habe ich gehört. Er ist eine Berühmtheit. Sein Bild war in einem Sportmagazin. Typen wie der sind krass, der lässt einem nicht die geringste Chance. Warum überhaupt antreten? Bald haben wir wieder Vollmond. Sieh es als Training. Heute ist die Regionalmeisterschaft für den Kendo. So, ist besser los. Ja, schon interessant, so ein Wettkampf, aber jetzt wirklich die letzten Tage einfach dafür geskippt. Das ist der 18-jährliche Highschool-Kendo-Wettkampf. Die Eröffnungsfeier beginnt. Wir geloben, fair zu kämpfen und die Ideale des guten Sportgeistes zu wahren. Die Eröffnungsfeier ist beendet und das Turnier beginnt. Die Menge tobt und die Teilnehmer geben alles. Bald bist du in der Reihe. Ey, du bist gleich dran, Makoto. Und, bist du bereit? Das höre ich gern. Das ist dein erstes Mal, also lass mich dir einen Rat geben. Gib einfach alles, es braucht Mut, um zu siegen. Gib deiner Furcht nicht nach. Okay, Mann, leg los. Du lässt das Shinai beim Startschuss mit aller Kraft niedersausen. Wow, er ist so gut. Weiter so, Makoto-kun. Wow, Alter, der ist wirklich gut. Los, los, los. Dein Körper fühlt sich leicht an, weil du während der Sommerferien so hart trainiert hast. Du hast es geschafft und das Turnier nähert sich dem Ende. Makoto-kun, du hast es geschafft. Das war die Wucht, Alter. Die ganze harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Aber er hat Iori wieder gewonnen. Man sagt, Hayase macht einfach alles platt. Ich dachte, die Leute übertreiben. Also,
Aber der ist echt irre. Jemanden wie dem könnten wir wirklich im Team gebrauchen. Ah. Nächstes Mal gewinnen wir. Hey, ist er das nicht? Hey, was geht? Mann, du warst schnell. Ja, das sieht man. Hey, ich hab nachgedacht. Wir können uns ja mal treffen. Cool. Du musst noch an deiner Technik arbeiten, und wenn du so weitermachst, wirst du richtig fantastisch. Du könntest mir dabei helfen, meine Grenzen auszutesten. Ich hol mir oft nach der Schule in der Einkaufsstraße in Iwatetai etwas zu essen. Komm vorbei, wenn du Lust hast. Ich heiße Mamoru. Freut mich, dich kennenzulernen. Bis dann. Oh, Makoto-kun, du musst ihn wirklich beeindruckt haben. Wenn du ihn wieder siehst, sag ihm, dass ich ihm nächstes Mal in den Hintern trete. Beruhig dich, Kas. Da fällt mir dieser Nimura von der Sun High ein. Mamorus Rivale ist nicht aufgetaucht. Ja, ich habe von den Jungs an der Sun High gehört, dass sie ihn nicht erreichen konnten. Er war auch zu Hause nicht anzutreffen. Er ist also verschwunden. Ist er von zu Hause weggelaufen? Vielleicht hatte er Angst vor Mamoru. Oder ist es wegen des Apathiesyndroms? Keine Ahnung. Hoffentlich taucht er bald auf. Ist ein toller Typ. Ja. Aber wir sollen uns nicht runterziehen lassen. Unsere Schule hat sich heute super geschlagen. Gut gemacht, Makoto-kun. Verschwinden wir her. Du gehst mit deinem Teamkollegen. Welcome back. Akiko meinte, du hast dich beim Turnier gut geschlagen. Nimm mal den Kampf gegen die Schatten mit dazu. Ist das eine beeindruckende Leistung? Echt stark, Makoto-kun. Nicht so wie andere, die auf der faulen Haut liegen. Bla bla bla, immer das Gleiche. So oder so haben wir dringendere Sorgen. Wir haben bald Vollmond, oder? Ja, nächsten Donnerstag am 6. Dann solltet ihr fit sein. Oh, die Arbeiter sind beschäftigt. Weil es Wochenende ist, okay. So, das haben eigentlich wieder freie Tage, das ist ja schön. Es sind nur noch Sommerferien. Elizabeth, hör auf. Der Handy klingelt. Guten Morgen, hier ist Elizabeth. Ich wollte dir sagen, dass sich noch ein Mensch im Tartarus befindet. Bitte ich glaube, diesmal geht es um zwei. Bitte mach dich umgehend an die Rettung. Bis dann. Anruf beendet. Ich weiß doch gar nicht wo. Weißt du, das ist halt das Bescheuerte. Ich weiß ja gar nicht wo. Sie sagt ja gar nicht, welcher Etage oder wo ungefähr. Sie sagt einfach nur der Turm. Es gibt 85 Ebenen. Ja, Junpei, sie wird mich verarschen, oder was? Das kann wohl nicht wahr sein. Jetzt ist sie hier nicht da, oder was? Das ist doch unfassbar. Wieso ist sie nicht mehr da?
Wir müssen warten, bis die Sommerferien vorbei sind. Jetzt holen wir gerade nach, wann ist das? Du willst mich doch verarschen. Bis zum 31. oder was? Was ist das hier? Samstag? Was ist dann das hier? Hä? Vielleicht ist Senioren. Einsatztag. Hier ist nochmal ein Einsatztag. Wie lange geht das Spiel? Bis zum März, okay. Also wie immer eigentlich. Ja, das geht mir jetzt echt übelst auf den Sack. Und sie hier nirgendwo treffen kann. Geiske, hier können wir uns kurz unterhalten. Hast du heute Zeit? Wir können irgendwo hingehen. Was willst du tun? Na ja, komm. Wir sehen uns dann später. Geiske ist begeistert. Wir haben ja Einkaufszentrum. Echt cool hier, oder? Geiske scheint seinen freien Tag zu genießen. Boah, sieh dir diese Blumen aus dem Brunnen an. Ich weiß nicht, schon über etwas nachzudenken. Ey, wir sollten irgendwann mal eine Fotosession draußen organisieren. Keine Ahnung, ob es tatsächlich geht oder nicht, aber trotzdem. Da solltet ihr was Neues über ihn erfahren. Es wird schon spät, du gehst übrigens Wohnheim. Ja, morgen ist der große Tag, was? Geben wir ihnen Saures, ja. Ah, wie mich das nervt. Wie lange gehen denn die Sommerferien? Das ist doch so dumm, dass du dann niemanden treffen kannst während den Sommerferien. Ich meine, warum nicht? Es wird ein langweiliger Sommer, ich sag's euch. Es wird ein total langweiliger Sommer. Weil wir halt keine Social Links irgendwie machen können. Obwohl, ich glaube, wir können... Zustand ist nicht länger optimal. Sind immer noch Sommerferien. Leider immer noch viel zu lange. Hey, ich bin's, Kerl, hast du kurz Zeit? Jetzt soll ich was unternehmen? Was willst du tun? Ja, komm. Das ist ja pünktlich. Ist ja wirklich doof in den Sommerferien, ich bin ganz ehrlich. Wetter deine Einkaufsstraße, Wacker zu Restaurant. Ich will keine Trainingspause einlegen, das ist Blödsinn. Deshalb darf ich niemandem im Team von meinem Knie erzählen. Katsushi wird niedergeschlagen. Ich bin seit einer Mittelschule beim Kendo aktiv und jetzt sagen sie mir, dass ich aufhören soll? Katsushis Gesicht hat sich verfinstert. Aber wenn es so weitergeht, wird das mir noch einer dieser Irren in den Nachrichten. Weiß, die mit dem Apathie-Syndrom. Danke für deine Sorgen, Alter. Du musst wissen, ich bin nicht so stark, wie ich aussehe. Katsushi hat schlechte Laune, aber scheint festgefahren zu sein. Und schon dunkel draußen, wir gehen zurück ins Wohnheim. Oh, hey. Morgen ist es soweit, bist du bereit? Yep. Ich auch, geben wir unser Bestes. Nein, ich will nicht in die Toilette. Mein Zustand ist nicht länger optimal. Mach mir halt Sorgen, Spiel. Holy shit. Heute Nacht ist Vollmond. Ein mächtiger Schatten könnte sich zeigen. Du beschließt heute zu Hause zu bleiben, um deine Kraft zu sparen. Die Kommandozentrale im Wohnheim. Alles sind versammelt. Auch Ikutsuki. Aige sitzt am Kopf des Sofas, bereit für ihren ersten Kampf bei Vollmond. Well, it's a full moon once again. Any luck, Yamagishi? Yes, I've located it. And this time, it's not just an ordinary one. Now that's more like it. It's by the deserted houses in the northern part of Iwatodai. But there is one thing that's strange. It seems like it's underground. Almost 10 meters.
It must be in some kind of basement. According to my records, there is no structure in the area that matches those criteria. However, in the past, there was an underground facility that was used by the military. The military? Is that true? Well, the architectural and geographic data for the area were uploaded into her memory bank. Then again, the information hasn't been updated in a decade. That is correct. Oh, wouldn't that be a good idea? So, how should we interpret this? There's no way of knowing without actually going there. It seems war scars may be deeper than we think. Situation is still unclear at this time. Therefore, we will wait until we arrive to determine who should be deployed. Agreed. Understood. Then let's go. Nördlicher Hafen von Iwatodai, Eingang zur Untergrundanlage. Fuka hat euch hergeführt. The target should be around here. Well done. Who are these guys? Lucia didn't sense a thing till now. Sind die drei, oder? Ja, plötzlich stehen hinter euch zwei Gestalten. This is the first time we've met in person. My name is Takaya. This is Jin. We are known to some as Strega. We've been keeping an eye on you. From what we hear, you've undertaken a righteous battle to save the world. But we've come here tonight to put an end to that dream. What? You've gained new allies. Yet this land still crawls with sin. Tartarus is towering as beautifully as always. You know? But why the hell would you want to stop us? Simple. If the shadows in the dark hour disappear, then so will our power. And we can't let that happen now, can we? Power? Don't tell me your persona users as well. Why don't you use that pretty little head of yours for a change? Only a select few wield the power of a persona. And the Dark Hour is a frontier that is ours alone to explore. Just... That's your reason? Are you crazy? There's no telling what will happen if we don't do something about the shadows. What difference does it make? There will always be disasters, whether they are caused by shadows or arise from human folly. No one can predict the future anyway. But that is all beside the point. Surely you will acknowledge the sense of significance the Dark Hour has given you. You think I like this? Is it not so? How about the rest of you? Do you also wish to return to your pathetic, ordinary lives? I don't enjoy this one single bit. You've each got your own reason for fighting. Justice is only an excuse. And that makes you all hypocrites. So I say to hell with you. Das Tor schließt sich. Die beiden verschwinden, bevor das Tor sich schließt. Damn it! They locked us in. We will be all right. Rather than wasting our energy, I suggest we deal with the shadow first. You're right. If we lose our cool, then they win. The shadow's moving. I think it's noticed us. All right. Let's concentrate on our original goal. We can look for a way out after we've won. Everyone, prepare for battle. Keine Lebewesen, auch keine Schatten, also. Na gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Persona 3 und ciao.